Herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Insgesamt auch wieder eine Map-Vorstellung, mehr oder weniger. Ich habe sie gestern vorgestellt und heute habe ich mir noch drei Mods besorgt. Die möchte ich mir ganz gerne mal anschauen und ich spiele das Ganze hier auf der Map Sosnova Terra. So, was ich mir bisher vorbereitet habe, ist, wenn ich mal rauszoome, hier links habe ich mir Kartoffeln angepflanzt und rechts Soja. Und auf der linken Seite, das war eine ganz schöne Aktion, denn da musste ich noch das Kraut entfernen. Da habe ich mir 5 oder 6 Traktoren geschnappt und habe die alle mal über das Feld gejagt. Also das nahm ganz schön Zeit in Anspruch. Also bei diesen riesigen Feldern, das ist wohl doch recht sinnvoll im Multiplayer das zu spielen. Der hier hat ausgeladen und ich wollte mir nochmal Heu einladen. Und dazu muss ich erstmal den hier aktivieren. Na, dann drehen wir den mal rum. So, der liegt unten, jawohl, den kann ich anstellen und das ist jetzt die neue Mod. Follow Me ist wieder auf dem Markt. Alle Mods oder Maps, die ich vorstelle, die sind natürlich immer unten verlinkt in den Videos. Den schalte ich auch an mit 15 Meter. Das hat mich besonders gefreut. Der Maisbauer hat mich darauf gebracht, hat mir die Info gegeben, dass also Follow Me wieder vorhanden ist. Und das ist für mich natürlich sehr hilfreich. Gerade wenn ich hier solche Mod- oder Map-Vorstellungen mache und ich benötige mal schnell ein paar Sachen. So, den kann ich anstellen. Der lädt auch, jawohl. Dann fahre ich mit dem nochmal eine kleine Tour, bevor ich dann an die Kartoffeln gehe. So, der startet und los geht es. Das geht auch recht schnell hier. Der lädt fleißig. So, gleich habe ich es auch geschafft. Da vorne. So, das reicht. Hier vorne abstellen. Und warte, bis der Rest hier kommt.
ich hier ab. Uiuiui. So, und das wäre jetzt hier vorne die erste Mod. Das ist also der Holmer. Terra Felis 2. Ja gut, die Texturen, das kann jetzt auch an mir liegen, durch geringe Auflösung aufzeichnen im Moment. Neue Sachen für den PC sind bestellt. Im Moment zeichne ich nach wie vor noch auf dem Laptop auf, aber es geht bald wieder los. So, mit diesem schnuckeligen Gerät, da schauen wir uns das doch gerade mal an. In der Rübenernte ist das Ding zu finden. Hier der Terra Felis 2 Multifrucht, der also wirklich alle Früchte aufnehmen kann. Springen wir wieder raus und klappen ihn mal auf. Und mit den Maustasten kann man das Gerät jetzt steuern, wie diesen Arm hier hinten zum Beladen. Den stelle ich gleich mal auf die andere Seite. Da oben ist das Gegengewicht. Ja, machen wir mal so und wechseln Steuerung Y. Dann kann ich hier vorne mit den Maustasten rechts und links die Schilder hier bewegen. So, wenn ich jetzt aufladen möchte, fahre ich doch mal hier ran und hole mir mal den Kollegen hier. Versuche den mal hier zu platzieren mit Follow Me. Und zwar erstmal den Abstand, bestimmt 2 Meter. 3 Meter, noch mehr. Wie viel braucht der? 6 Meter. Noch mehr. 8 Meter. Und zurück. Ist immer noch zu wenig. Dann machen wir das mal 9,50 Meter und noch ein Stück vor. So, das müsste jetzt passen. Ja, also ungefähr. Probieren wir mal.
so lang. Maschine ist an. Und jetzt geht's los. Also das lädt er einwandfrei. Der die Maschine aus. Das saugt sie sich voll. So, muss ich hier nochmal umschalten. Jetzt kommt's. Also das klappt auf alle Fälle, wie man sieht. Ich störe mich halt gerade ein bisschen kompliziert an. Bisschen, bis das hier über den erst in den Tank und dann über die Förderbänder kommt. Kommt es angekrochen. So, und während er hier schön vollgeladen ist, werde ich noch mal wieder abladen. Und werde das Ganze auch hier vorne dann mit dem ausprobieren. Na, da kommt er ja wahrscheinlich jetzt nicht hin. Nee. Klar. Mal da rausdrücken. Immer noch nicht. Noch ein Stück. Ja, ich bin da schön eingefahren. Aber gut, das wird garantiert funktionieren. Na komm. Irgendwie da wieder raus. Vor allen Dingen fahre ich da hier mit einer Maschine rum, die so wahnsinnig teuer ist. So, und jetzt hole ich mir den Kollegen nochmal schnell. Jetzt fährt er nämlich auf den nächsten. Durch wenigstens. Das schafft er. Und dann lasse ich ihn noch mal kurz hier hinterherfahren. Mal auf eine längere Distanz. Also man sieht, Follow Me funktioniert genauso wie diese Mod hier.
wieder fleißig. Da kommt es. Aber der kann natürlich nicht abladen, weil hier noch Gras drin ist. So, schnell raus damit. Den letzten Tropfen kriegt er da nicht raus. Das ist ja wohl ein Witz. Aha, jetzt geht's. Okay, sehr schön. Also, es funktioniert einwandfrei. Den habe ich jetzt schön festgefahren. So, ich mache noch einen Trecker drin. So, das klappt. Wie gesagt, mit Follow Me genauso wie Multiplayer. Und er fährt hier schön neben mir her und lädt auf. So, so viel dazu. Fahren wir wieder hier raus. Klappen das Kind mal zu. Und ich hole mir jetzt die zweite Mod, Kartoffelernte. Wo ist er? Ach so, der hat ihn ja umgebaut. Und zwar hier diese Kartoffelerntemaschine. Das ist eigentlich die Rübenmaschine, aber die wurde modifiziert, damit sie jetzt auch Kartoffeln ernten kann. Und so wie es ausschaut und wie es beschrieben wird, sollte das einwandfrei funktionieren. Da vorne war der Krautentferner, den brauche ich eigentlich nicht, aber ich habe ihn jetzt mal mitgenommen. Sieht ja aus wie ein riesen Feuerwehrauto. Jetzt muss ich hier natürlich noch rauskommen. Hier ist vorne. So, der hängt dran. Alle Achsen gelenkt und den schieben wir mal hier rüber auf dieses Kartoffelfeld und klappen ihn auch mal aus. So, dann brauchen wir noch die Hilfe mit. Oh, können wir das Rohr ausfahren? Mehr oder weniger. Förderband. Dann die Allradlenkung. Können wir ein- oder ausschalten. Wendefahrt. Hundegang. Hundegang rechts. Und die Allradlenkung. So, dann mit der Maus können wir das bedienen hier.
Cosplay brauchen wir nicht. So, linke Maus geht das hoch und runter, das war's auch schon. Und ja, so viel dazu. Mehr ist hier nicht mit der Maus. Dann lasse ich ihn doch mal losfahren, aber in diese Richtung. Sehe ich gar nichts. So. Und ich stelle mal einen Helfer ein. Drin. Brauche ich diesen Kraut? Opfer nicht? Doch eigentlich schon, natürlich. Wie soll ich denn damit... Hä? Ist er nicht helferfreundlich oder was ist das Problem? Das Rohr ausfahren. Ich schalte sie mal an, die Maschine. Ja, das geht. Aber irgendwie mit dem Helfer nicht. Helfer einstellen. Dann hört er auf. Aber es liegt doch nicht daran, dass ich in diese Richtung fahre. Ich probiere mal hier lang. Da hört er also genauso auf. Also irgendwie funktioniert der Helfer nicht so richtig. Aber wir lassen ihn hier mal fahren. Denn dafür gibt es ja noch GPS. Und in diese Richtung. Jetzt wollte ich aber... Abstand zum Wenden. Wo war das dann genau? Kurz nach rechts verschieben. Das war der Versatz. Das ist die Arbeitsbreite. Autostoppdistanz. Ah, da haben wir es. Erhöhen, genau. Diesen Wendekreis. Mal schauen, ob das hinhaut. Der hat alle Lichter an. Da vorne blinkt's. Aber dann versuche ich noch mal was anderes, und zwar, ob der Kollege hier mit Cosplay zurechtkommt. Mache ich mal aus. Und wir sind hier auf Feld 17. Das ist also die inoffizielle Cosplay-Version, und ich nehme die auch nur zum Testen. Feld 17.
Saat wäre egal, das ist wenigstens der Kurs. Und am nächsten Wegpunkt. Also er schaltet sich ein. Und er legt auch los. Ich kann noch mal schauen, wie der Kurs war. Ja, das ist jetzt der Rundkurs, den fährt er ab. Also mit Crestway funktioniert das schon mal. Dann switche ich mal durch und hole mir mal hier den Hänger. Und dann machen wir auch damit einen Abfahrer, denn das sollte auch funktionieren mit Crestway in dieser Version. Das ist ein Abfahrer. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Drescher abtanken. Ich meine, das gehört auch zu Drescher. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Dann probieren wir es mal. Jetzt brauche ich natürlich ein paar Kartoffeln, damit ich mir dort mal einen Abladepunkt setzen kann. Stoppe hier und speichere das als 417 Abfahrer und hole mir mal schnell ein paar Kartoffeln. Sehen, wie der Kurs aussieht. Da drüben. Und dann setze ich hier mal die Kartoffeln hin. Mal sehen, ob die Abladestelle erkannt wird. Okay, aber da wollte ich die Abladeseite rechts wählen. Das kann der das? Ah ja, genau. Mit U. Rechte Seite. Und am nächsten Wegpunkt einstellen. Und dann schauen wir mal Kartoffel an die Maschine. Und abfahren bei 10%, damit er gleich vom Feld verschwindet. Und starten machen wir hier mal bei 30. So, dann schauen wir mal, wie weit er ist. Eieiei, da. 25. Dann schauen wir ihm doch mal zu, was er hier so treibt. Versucht hier seinen Punkt zu finden. Ja, der kommt dann nicht um die Kurve, das ist ganz klar. Dann helfe ich ihm mal. Wo will er dann hin? In diese Richtung muss er doch. Ja, dann macht es doch auch. So. Da hat er eben einen
irgendeinen Endpunkt erkannt, warum auch immer. Das Feld ist halt so komisch angelegt. Genau wie hier. Aber er findet seinen Weg. So, 29%. Und dann wollen wir mal schauen, ob der Abfahrer jetzt losfährt. Bin ich schon einmal durchgeswitcht, ja. Da ist er. Kein Drescher in Reichweite. Den findet er nicht. Also ein anderer LS-Zocker hat mir gesagt, das würde funktionieren, denn bei mir hat das letztens auch nicht funktioniert. Aber irgendwie wird er nicht gefunden und ich kann ihm hier auch nicht sagen. Ach, so viele Geräte. Und dann rufe ich den mal, mal sehen, ob er dann kommt. Aber ums Curseplay ging es ja auch gar nicht, ging ja um den Kartoffelernter und den Holmer. So, kein Drescher in Reichweite, dann switche ich zurück und rufe mal den Abfahrer. Das interessiert ihn auch nicht. Bin mir nicht sicher, was ich da jetzt für einen Fehler mache. Muss ich auf dem Feld stehen? Das probiere ich jetzt auch nochmal. Vielleicht erkennt er wirklich das Feld nicht, wenn er auf dem Rand steht. So, hier wäre die Abladestelle. Und das war's. Und Abfahrt einstellen. Manuell zugewiesen. Also den findet er irgendwie nicht. Wie auch immer. Lassen wir das. Und tanken ihn nochmal ab. Ich muss ihn selbst erstmal finden. Ist ja dann der Gute. Da oben links. Ja, hier bewegt sich was. Da kommt er doch. So, also recht saubere Arbeit geleistet, bis auf die Helferfunktion, aber gut, das ist jetzt nicht so weit schlimm. Aber hier wurden Ernter, der uns getroffen, denke ich, ein bisschen Modifikation oder nicht. Und ja, mit Curseplay funktionierte, aber mit dem Giant Helfer nicht. So, der Modell ist voll. Laden.
So, dann schaue ich nochmal, ob der das nun auch kann. Werde ich ihn mal hier entlassen. Das Rohr ausfahren. Und schauen, ob der mir hier auch... Ja, das macht er genauso. Kann ich mir hier eine schöne Kartoffelspur legen. Ja, passt ja ganz schön was hin. Die Mühle ist leer. Zusammenklappen. So, interessant. Funktioniert einwandfrei. Follow Me funktioniert. Curseplay funktioniert. In der Hinsicht, um das zu testen. Und ich würde sagen, das reicht auch erstmal auf dieser wunderschönen Map, die mir auch immer mehr Spaß macht. Und ich hoffe euch auch. Bis dahin, euer Graf. Ciao.